herzlich willkommen zu NUFAM 2019 zur Podiumsdiskussion zum Thema digitaler Frachtbrief, transparent vom Erzeuger bis hin zum Empfänger. Schützt der Frachtbrief vor Missbrauch? Werden unsere Waren sicherer? Das ist jetzt quasi so der Oberbegriff, aber im digitalen Frachtbrief steckt noch viel, viel mehr. Und darüber möchten wir uns die nächsten 45 Minuten unterhalten. Zu Gast bei uns ist Guido Kuschani. Er ist vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Herzlich willkommen. Christian Adam, Geschäftsführer der Adam Transporte GmbH. Herzlich willkommen. Herr Adam, ganz kurz, was transportieren Sie? Ja, wir sind im Bereich der Automobillogistik zuständig und hier für den Transport von fertigen Fahrzeugen. Und das hauptsächlich für alles, was ein bisschen größer ist wie ein normaler Pkw, also Kastenwagen, Reisemobile, SUV, so diese Schiene ungefähr. Das wird bringen Sie quasi von A nach B. Dann haben wir den Roland Motschiedler, Geschäftsführer der Motschiedler GmbH. Und Motschiedler ist ja auch ein Transportunternehmen. Herr Motschiedler, was transportieren Sie? Wir sind im Spezialtransport. Wir transportieren Fertighäuser, Stahlteile und Betonkeller. Also im Prinzip was ganz anderes, was Firma Adam transportiert. Ja. Und dann haben wir den Udo Skopek. Er ist Berufskraftfahrer und der Vorsitzende der Allianz im deutschen Transportwesen. Ein Verein, der sich für die Berufskraftfahrer stark macht. Udo, der digitale Frachtbrief. Ich kann mich noch daran erinnern, als du vor mehreren Jahren zu mir hingekommen bist und gesagt hast, Mensch, wenn das alles mal im Transportbereich digital ablaufen würde, dann hätte ich nicht so viel Büroarbeit. Ist es wirklich noch so, dass du mit der alten Gabriele von Olympia im Fahrerhaus sitzt und noch die Frachtbriefe per Schreibmaschine tippen musst? Ganz so ist es natürlich nicht mehr, logisch. Der digitale Frachtbrief erleichtert es halt. Die Mitarbeiter in den Unternehmen, die sind halt mittlerweile international. Nicht jeder spricht immer dieselbe Sprache, womit ich schon den ersten Vorteil nenne. Das ist ein Formblatt und dieses Formblatt kann automatisch jeder lesen. Und die digitale Übertragung ermöglicht es auch den Empfänger, den Versender direkt mit dem Navigationssystem anzusteuern. Und somit habe ich schon den allerersten Vorteil, um mögliche Sprachbarrieren durch dieses digitale Dokument zu ersetzen. Und da ist die Büroarbeit oder die Bürokratie eben schon erheblich reduziert, weil der Unternehmer, der Versender, jeder kann bereits in diesem System direkt seinen Vorteil bei der allerersten Handlung bereits auskosten, sage ich mal. Jetzt wird der ein oder andere sagen, der uns jetzt hier vielleicht zuschaut und zuhört und ja, Mensch, also ich sag mal, wenn der Paketdienst bei mir klingelt, ja, der scannt mein Paket ab, ich gebe eine digitale Unterschrift, das müsste doch im Speditionsbereich eigentlich schon Usus sein. Sind wir da wirklich noch altbacken unterwegs? Da sind wir altbacken unterwegs, das ist meine persönliche Auffassung. Die Komplexität von einem solchen Auftrag, die ist ja nicht wie ein Paket. Das Paket wird maximal durch 3 bis 4 Hände geleitet. Eine Speditionssendung kann durchaus über 10 Stationen versendet werden. Und diese Stationen müssen natürlich samt und sonders koordiniert werden und alle mit einem gleichartigen System erstmal verknüpft werden. Das Paket als Beispiel, das kennt natürlich jeder Mensch, der lässt sich vom Postboten oder welchem Paketdienst auch immer das Paket an die Tür bringen, der hält sein Handy vor die Nase, du unterschreibst, damit ist der Vorgang erledigt. Das hat natürlich eine gewisse Transportstrecke, manchmal auch rund um den Globus hinter sich, aber es bleibt immer dasselbe Paket mit demselben Label und somit habe ich vom Empfänger an die Haustür immer dasselbe Label drauf. Stichwort Sendungsverfolgung, ne? Also jeder ist ja gespannt, der im Internet irgendwas bestellt und kann eben halt online schauen, wo ist mein Paket gerade, ja? Wann kommt es möglicherweise an, wann muss ich zu Hause sein, etc. pp. Aber der digitale Frachtbrief ist jetzt im Prinzip nicht nur, dass es kundenfreundlicher werden soll, Herr Kuschani vom Bundesverband Güterkraftverkehr und Logistik und Entsorgung, ein langer Name, also kurz vom BGL.
sondern es birgt natürlich noch Sicherheitselemente in dem digitalen Frachtbrief, der beispielsweise auch dem Ladungsdiebstahl vorbeugt. Ja, ganz richtig. Der BGL hat gemeinsam mit 50 Unternehmen ein EU-Projekt, nennt sich Eolix, durchgeführt. Ein Praxisversuch, in dem versucht wurde zu klären, ob ein elektronischer Frachtbrief in der Praxis realisierbar ist. Das Ergebnis war durchaus positiv gewesen. Und um Ihre Frage zu beantworten, das große Problem an Ladungsdiebstahl erfolgt an der Rampe. Da hat das BAG eine schöne Studie erstellt. Milliardenwerte, die dort abgegriffen werden. Und da kann man mit einem solchen Frachtbrief mittels eines QR-Codes, der vom Fahrer beim Empfänger abgescannt wird, große Sicherheit implementieren. Und nicht nur, dass eben halt dann die Ladung sicherer wird, beziehungsweise auch vor Diebstahl geschützt wird, da wird die Versicherungswirtschaft sicherlich große Ohren machen und sagen, Mensch, da ist noch der ein oder andere Euro zu sparen. Herr Motschiedler, Sie fahren, sagten Sie gerade, Fertighauselemente. Also so ein Giebel, den kann ich mir natürlich schlecht zu Hause irgendwo hinstellen. Aber sind Sie denn auch, ich sag mal, was Ersatzteile vielleicht betrifft oder so, vom Ladungsdiebstahl betroffen? Oder wo sehen Sie die Vorteile des digitalen Frachtbriefes? Also der Ladungsdiebstahl wird sehr stark da Einzug nehmen, wo ich ein kleines Teil relativ leicht händeln kann und sehr wertvoll ist. Bei unseren Fertighäusern passiert das weniger. Da haben wir weniger das Problem. Aber ich vertrete auch bei uns im Verband auch Unternehmer, die im Stückgutbereich sind oder im Teilladungsbereich sind, die da schon sehr stark davon betroffen sind. Herr Adam, wie sieht es bei Ihnen aus? Warum begrüßen Sie den digitalen Frachtbrief? Ich sag mal, so ein SUV, den kann man sich ja auch nicht mal eben in die Tasche stecken. Nein, in unserer Branche ist es also wirklich weniger der Sicherheitsaspekt, weil das ist natürlich relativ schwierig, so ein Fahrzeug von einem beladenen LKW zu stehlen. Ja. Bei uns ist also wirklich das Thema Vernetzung, digitale Vernetzung. Wir sind natürlich konfrontiert auch mit den ganzen neuen Firmen in dem Bereich, die, sagen wir mal, hier im digitalen Bereich mit Plattformen und so weiter arbeiten. Und hier muss natürlich der klassische Spediteur sich öffnen, muss natürlich sagen wir mal, eine ähnliche Dienstleistung anbieten können, damit er einfach wettbewerbsfähig bleibt und natürlich seinen langjährigen Geschäftspartnern eine gleiche oder sogar noch bessere Transparenz geben kann, wie jetzt hier die ganzen Newcomer in der Branche, die hier ganz neu eigentlich auf dem grünen oder auf dem weißen Papier anfangen. Ja. Udo Skopek, du bist schon, ich sag mal, mehr als 2 Jahrzehnte auf der Straße, wenn nicht vielleicht schon 3 Jahrzehnte als LKW-Fahrer, 4 Jahrzehnte als LKW-Fahrer, ja, wie die Zeit vergeht, ne? Wie die Zeit vergeht. Unterwegs und woran siehst du denn jetzt für dich so als LKW-Fahrer den Vorteil eines digitalen Frachtbriefs? Mein unmittelbarer Vorteil, der ist, dass ich mich um den Papierkram nicht mehr kümmern brauche. Ich habe ein Tablet in der Hand, meinetwegen auch nur ein Smartphone. Das kommt natürlich ganz auf die Kosten an, was das Einzelteil kostet. Dieser Vorteil, ich brauche mich nicht mehr um Zollpapiere kümmern, wenn ich ins Ausland muss, in die Schweiz zum Beispiel, da ist ja immer noch Zoll, wenn der Brexit stattfindet, nach England. Ich habe einfach ein digitales Dokument, das bietet mir die Möglichkeit, einfach mit auch ohne Sprachkenntnisse mich an den Zollformalitäten vorbeizumogeln, indem jeder weiß, was habe ich, was will ich, und die brauchen nur den QR-Code auslesen und dann kann der Vorgang bearbeitet werden. Ich brauche nicht auf die Papiere achten. Ich nenne jetzt mal ein aktuelles Beispiel. Ich fahre und ich schütte mir meine Tasse Kaffee ein und das erste Schlagloch kommt und mein Frachtbrief ist braun. Dumme Sache. Kommt beim Kunden nicht gut an, kommt später im Rechnungswesen nicht gut an, kommt auch bei der Kopie eben dann später bei der Archivierung nicht gut an. Archivierung, nächster Vorteil, ich habe so einen Haufen Papiere bei einem Kunden, da ist jeder Artikel einzeln aufgelistet. Jede einzelne Auflistung ist alles in einem QR-Code verborgen, weil die Listen vorher digital erstellt worden sind. Ich brauche nicht ein Kilo Papiere anschleppen. Der Warenannehmer muss nicht ein Kilo Papiere sichten. Ich bin schneller in der Abfertigung, weil er einfach nur QR-Codes vergleicht.
Und dann heißt es, ich brauche nicht 2 Stunden warten, bis er meine aus 1000 Kartons bestehende Sammelgutsendung in Augenschein genommen hat, sondern er scannt einfach ab und lässt mich wieder fahren. Die Tiefenkontrolle findet später statt. Das sind die Vorteile, die ich habe. Leichter ist es für mich, leichter ist es am Ende für die Warenannahme. Ich kann meinen Weg wieder auf mich nehmen, kann meine Mittagspause ordentlich machen und brauche nicht warten, bis der endlich mal seine 10 Kilo Papiere kontrolliert hat. Und auch noch ein weiterer Vorteil, der sich dahinter verbergen kann, ist natürlich auch der Sicherheitsaspekt. Wenn man jetzt beispielsweise die Ladungssicherung nimmt, man könnte dann ja im Prinzip auch in diesem Frachtbrief dann nochmal dokumentieren, inwieweit von den Verpackungen her beispielsweise auch die Ladung schon gesichert ist, beziehungsweise auch für den Fahrer den Tipp geben, wie kann ich diese Ladung am besten sichern. Wenn man das eben in vielsprachig, das ist dann natürlich vielsprachig, weil es ja eine Europa-Angelegenheit sein sollte, nicht nur eine Insellösung innerhalb Deutschlands, dann kann man das natürlich alles darin einbauen. Dann bekommt der Fahrer auch seine ADR-Papiere, seine Ladungssicherungszertifikate, die er benötigt, wie die Ladung zu sichern ist. Das ist denkbar, dass das alles dort implementiert wird. Das macht es natürlich für den Fahrer nochmals leichter, weil er hat direkt eine klare Anweisung und das birgt, diesen Vorteil habe ich zum Beispiel noch gar nicht bedacht. Also ja, ist eine Option. Zum Beispiel nicht nur Ladungssicherung, sondern auch Stichwort Gefahrgut. Herr Kuscheini, da haben wir uns gerade im Vorgespräch mal ganz kurz darüber unterhalten. Jetzt in der heutigen Zeit, sage ich es mal ganz salopp, ist es für die Feuerwehr unglaublich schwierig, bei einer Lkw-Bergung tätig zu werden, zumal sie ja auch noch nicht wissen, was ist eigentlich auf der Ladefläche vorhanden. Und aufgrund des Gefahrgutschildes und auf den QR-Code verbergen sich natürlich die Produkte, die auf diesem Lkw geladen sind. Und dadurch kann die Feuerwehr natürlich auch viel, viel besser tätig werden. Könnten Sie das vielleicht noch mal erklären, wie das funktionieren würde? Ja, gerne. Ich habe dazu eine Folie im Hintergrund. Seit über 20 Jahren versucht der BGL gemeinsam mit dem Verkehrsministerium eine mögliche automatisierte Gefahrgutunfallmeldung zu implementieren. Hat in der Vergangenheit nicht geklappt. Und im Zusammenhang mit diesem Projekt Eolix haben wir die Situation einmal durchgespielt, wie das aussehen könnte. Ein LKW mit einem orange-roten Warnschild, von dem man nicht erkennen kann, welche Menge und welche Qualität an Gefahrgütern geladen sind, fordern die Feuerwehr, die dann vor Ort ist. Und wenn man sich vorstellt, ein solches Fahrzeug brennt, heißt also, es muss ein Feuerwehrmann unter Einsatz seines Lebens in das Fahrzeug nach einer Ladeliste suchen. Und wir haben anhand dieses Systems unter Nennung des Fahrzeugkennzeichens den richtigen Frachtbrief dazu gefunden, der automatisiert an die Einsatzleitstelle der Feuerwehr gesandt wird und an den Einsatzleiter vor Ort, der dann an Ort und Stelle entscheiden kann, ist es ein schlimmer Unfall, ich brauche einen ABC-Schutzzug, oder ist das ein Einsatz, den ich mit der normalen herkömmlichen freiwilligen Feuerwehr handeln kann und habe dann natürlich viel geringere Kosten, auch für die Versicherung. Insofern stimmt das vollkommen, was Sie eingangs gesagt haben. Die Versicherungen sind natürlich sehr an einem solchen System interessiert. Das Ganze haben wir in einem Film dargestellt, der ist in YouTube frei zugänglich. Wenn man eingibt BGL und Gefahrgut, kann man sich diesen Film ansehen. Also für die User jetzt hier unter uns, die uns hier live über YouTube zuschauen, beziehungsweise auch in der Aufzeichnung, da oben könnte der Link stehen, beziehungsweise wird er stehen, und dort einfach draufklicken und dann werden Sie verbunden mit der Webseite. Die Gefahrgutgeschichte können wir noch mal ganz kurz erklären für diejenigen, die sich jetzt nicht so gut auskennen. Wir wissen alle, die mit Gefahrgütern eben halt zu tun haben. Es gibt hinterm Gefahrgutschild, das ist dieses orangene Schild mit den Ziffern, ist auf der Rückseite eine Tasche. Die gibt es nicht mehr. Nein. Diese Option ist tatsächlich auch schon überholt. Also wir sind schon 2 Schritte weiter. Okay. Das heißt also,
Es ist dann an einem Gefahrgutschild wie so ein QR-Code, den man draufklebt, der wird abgescannt und dann geht es zur Leitstelle oder geht es noch schneller? Es geht noch schneller. Bleibt also nach wie vor bei dieser orange-roten Warntafel, aus der Sie keine Informationen gewinnen können, außer die Information, das ist überhaupt Gefahrgut drauf. Und unter Eingabe des Kennzeichens wird der dazu passende Frachtbrief rausgesucht. Und in Zukunft ist die Idee mit E-Call, LKW kippt um, automatisiert wird der richtige Frachtbrief an die örtlich zuständige Feuerwehrleitstelle geschickt. Und das online quasi in Echtzeit? In Echtzeit, die innerhalb von weniger Sekunden wissen, A, es ist ein Unfall, B, das ist geladen. Und C, die Maßnahme ist erforderlich, schneller. Heutzutage muss die Feuerwehr erstmal sich durch die Rettungsgasse, nicht vorhandene Rettungsgasse quetschen, muss vor Ort erstmal entscheiden, was hat das Fahrzeug geladen und kann erst dann seine strategisch notwendigen Maßnahmen, taktisch notwendigen Maßnahmen treffen, was natürlich auch heißen könnte, ich brauche noch Unmengen an zusätzlicher Ausstattung und Mannschaft vor Ort, sodass ich dann vielleicht eine halbe Stunde Zeit habe, die ins Land gegangen ist. Hier wissen die gleich vor Ort, mit welchen Mitteln und Fahrzeugen die vor Ort sein müssen. Das heißt also, Herr Motschiedler, in Ihrem Unternehmen zum Beispiel mit dem digitalen Frachtbrief würde natürlich auch eine Menge an Papier eingespart werden und möglicherweise auch an Mitarbeiter. Das heißt also, der Abrechnungsvorgang, der würde dann auch zügiger stattfinden. Mit dem digitalen Frachtbrief. Definitiv, weil wie der Fahrer die Unterschrift vom Empfänger bekommen hat, dass das gut ausgeliefert ist oder das Haus aufgebaut ist, können wir schon abrechnen. Im Moment müssen wir warten, bis die Papiere zurückkommen und können erst dann abrechnen. Also das wird auch für den Unternehmer ein liquider Vorteil werden, wenn wir den digitalen Frachtbrief haben, dass wir schneller abrechnen können, kommen eher an unser Geld. Und für Sie, Herr Adam, ist das im Unternehmen dann auch einfacher? Ja, definitiv, ja. Eine Schwierigkeit ist natürlich auch, man arbeitet natürlich regelmäßig mit Geschäftspartnern zusammen, zu denen man keine direkte Geschäftsbeziehung hat. Also sei es im Charterbereich, also wenn man als Subunternehmer fährt für eine andere Spedition. Und das ist natürlich eine ganz große Einstiegshürde, im Prinzip hier, das hier wegzukommen von irgendwelchen innerbetrieblichen Inseln und das Ganze eben auf eine ganze Branche oder auf die ganze Transportbranche eben auszudehnen, dass hier eben eine Zusammenarbeit möglich ist, ja, weil dann habe ich diese ganzen Medienbrüche und Papierwechsel eben nicht mehr, weil alle im Prinzip in der Kette miteinander vernetzt sind, ja, und das ist natürlich das Ziel, aber auch die größte Einstiegshürde. In dem Auto- oder Fahrzeugtransport, generell in großen Transportgütern, da kommt es, glaube ich, auch immer darauf an, ich weiß es von früher aus eigener Erfahrung, Maschinentransporte, es wird von jedem Detail ein Foto angefertigt, falls da irgendeine Beschädigung, Art von Beschädigung oder wenn es ein, ich habe Röntgenapparate gefahren für Siemens, da gibt es einen Sensor am Gerät, das ist der Erschütterungssensor. Wenn der beschädigt ist, weiß der Empfänger sofort, ich bin schlecht gefahren. Das ist ja bei Ihnen auch gegeben und das heißt ja, ich kann im digitalen Frachtbrief unmittelbar die Beschädigung bekannt geben, dann könnte auch im Einzelfall entschieden werden, der Transport kann nicht durchgeführt werden, weil da muss nachgebessert werden. Das wäre auch eine Echtzeitverhinderung von unnötigen Transporten. Ja, definitiv. Also wir haben ja diesen Pilottest durchgeführt beim BGL und also die größten Fans waren als allererstes natürlich die Fahrer, weil eben genau das Thema Entlastung, wenn ich jetzt beim Laden einen Schaden entdecke, ne, dann ist eigentlich der Tag meist schon gelaufen, weil ich muss jetzt beim Absender jemand finden, der mir den Schaden erstmal sich anschaut, der mich dann entlastet für diesen Schaden, weil ich ihn nicht selbst verursacht habe. Ich habe ihn vor der Beladung eben entdeckt. Ja, und hier wäre natürlich einiges möglich, das auch zu digitalisieren. Denn jetzt speziell in diesem, das ist das Produkt, was wir hier im Test hatten, da ist es so, ich kann jederzeit dem Frachtbrief, also jetzt gerade als Fahrer, Anmerkungen hinzufügen. Ich kann Fotos hinzufügen. Und das wird immer mit einem Zeitstempel und auch mit einer GPS-Koordinate verbunden. Das heißt, ich habe hier also eine sehr große Transparenz, wo man sich dann vielleicht sogar mit den Absendern einigen könnte oder vielleicht auch auf transportrechtlicher Ebene eine Änderung herbeiführen, dass eben auch so eine Entlastung
eine Gültigkeit hätte, eine rechtliche. Ne? Weil klar, im Moment ist es einfach rechtlich so, nur wenn der Absender diesen Schaden auch wirklich quittiert, gegenzeichnet, dann bin ich entlastet und habe dafür keine Haftung. Also hier wäre eigentlich auch eine digitale Zusammenarbeit natürlich wesentlich zeitsparender, weil das ist natürlich unsere Hauptkampfzone, weil die Zeit ist natürlich das höchste Gut beim Kraftfahrer. Ja. Das ist genau der springende Punkt, dieses Klären von irgendeiner Beschädigung beim Versender schon. Dauert mitunter 2, 3, 4, 6, 8 Stunden. Manchmal ist ein ganzer Tag dadurch natürlich zerstört. Das lässt sich viel schneller regulieren. Jetzt habe ich aber direkt einmal eine Frage, weil dieser Feldversuch ja teilweise schon durchgeführt worden ist. Wie ist die Datenmenge? Das interessiert mich persönlich sehr. Und wie ist die Vernetzung? Wo gibt es einen Server, der diese Datenmengen auffangen kann? Ist da auch schon eine Idee oder ist das vielleicht hardware-seitig sogar schon vorhanden? Ja, das ist in der Tat eines der großen Probleme, das sich in der Praxis gezeigt hat. Wir hatten, wie gesagt, mit 50 Unternehmen Transporte durchgeführt in allen möglichen Branchen. Es zeigt sich, dass hier Unternehmer weniger die Angst haben oder Befindlichkeiten haben, dass sie von den Behörden kontrolliert werden können. Das größte Problem eigentlich ist der Kundenschutz, der Datenschutz, die Basis des eigenen Handelns. Und das war eins der großen Probleme. Wo steht der Server? Der Betreiber dieses Systems, mit dem wir den Versuch gemacht haben, durfte uns das nicht sagen, wo er steht. Insofern sollte man auch wirklich überlegen, ob zukünftig die Variante einer Blockchain-Lösung implementiert werden sollte. Das heißt, die Daten sind über viele Server verteilt und haben dadurch auch den großen Vorteil, dass eine Manipulation nahezu ausgeschlossen ist, was in diesem System noch nicht geklärt ist. Mit dem QR-Code kann der manipuliert werden. Ich bin mir sicher, dass einzelne Kreise großes Interesse haben werden, in dieses System einzubrechen. Und die Problematik ist, wenn das deutsche Transportgewerbe auf digitaler Basis arbeitet, muss das Ding zu 150% funktionieren. Und da müssen wir vorher getestet haben, wie sicher das ist. Wenn ich gerade auch noch mal kurz einhaken darf, ich sehe das gar nicht ganz so kritisch, weil Fakt ist, im Moment arbeitet auch jeder Spediteur schon zum Beispiel in der Telematik-Software zusammen. Die hat schon genau die gleichen Daten, der genau gleiche Inhalt, wie der Sprachbrief auch hätte. Und bisher hat mich auch nie interessiert, ob jetzt mein Mitbewerber beispielsweise beim gleichen Telematik-Anbieter ist und dadurch irgendwo eine Informationslücke entstehen könnte oder eine Einsicht entstehen könnte. Also da muss man schon Vertrauen dann in seine Anbieter haben, die natürlich mit diesem Produkt handeln und das auch entsprechend datenschutzkonform und sicher abbilden müssen. Also da denke ich, dass die Daten gibt ja jeder schon preis. Also da jetzt irgendwo eine zusätzliche gedankliche Hürde einzubauen, ist eigentlich irgendwo vielleicht ein Holzweg. Ja. Das zweite Thema Blockchain ist natürlich heutzutage in aller Munde, könnte natürlich mal auch irgendwann ein Thema werden, ein sehr interessantes Thema, gerade für den digitalen Frachtbrief. Die Frage ist jetzt nur, setzt man dafür nicht die Einstiegshürde fast zu hochtechnologisch, weil wir müssen viel tiefer ansetzen und die Zeit tickt. Ja, wie lange gibt es schon das Thema digitaler Frachtbrief? Wenn wir jetzt wieder, sagen wir, 5, 7 Jahre verstreichen lassen zu dem Thema, bis dahin wird uns das Silicon Valley unseren Markt so umgestrickt haben, dass unsere Lösung nicht mehr gebraucht wird. Das heißt also, eine technische Lösung ist im Prinzip da, also die Technik wäre zu 100% vorhanden. Es hakt eben halt nur noch an den rechtlichen Dingen. Kann man das so kurz zusammenfassen? Ja, also ich muss da noch dazu sagen, wir haben seit 2010 im deutschen Abfallrecht für nationale Transporte gefährlicher Abfälle ein mittlerweile funktionierendes digitales System. Also ich höre keine Kritiken oder Fragen unserer Unternehmer. Das heißt für mich immer, es funktioniert. Und insofern ist ein digitales System im Transportbereich nichts besonders Neues, funktioniert. Wir müssen halt nur die entsprechenden Schrauben stellen, sehen, dass das System funktioniert, dass es insbesondere auch auf allen Handys, Smartphones funktioniert, und nicht nur auf Android, sondern auch auf iOS-Basis.
Es sind noch ein paar Probleme, die wir noch lösen müssen. Aber Adam hat vollkommen recht. Wir müssen jetzt kurzfristig ein System anbieten oder es sollte ein System angeboten werden, das am besten in die Speditionssoftware integriert ist, dass der Fahrer nicht noch zusätzliche Aufgaben zu erfüllen hat, dass das en passant mitläuft. Und in einem zweiten Schritt kann man sich Gedanken machen, wie man das Ganze dann in ein Netzwerk einbaut mit Schnittstellen zu den anderen Verkehrsträgern, was wir momentan eben gerade noch nicht haben. Unser Gewerbe im Lkw-Bereich ist leider eins, das noch nicht so digital affin ist. Alle anderen Verkehrsträger haben ein fertiges System. Und unsere Aufgabe müsste es dann im zweiten Schritt sein, Schnittstellen zu schaffen, dass der Lkw und der kombinierte Verkehr oder Lkw-Binnenschifffahrt auch mit den anderen Verkehrsträgern sauber zusammenarbeitet. Und da haben wir die Erfahrung gemacht, früher im Abfallbereich, dass die Schnittstellen nicht sauber programmiert waren, dass aus Tonnen auf einmal Kubikmetern wurden. Und dann hat man statt 50 Tonnen 50 Kubikmeter gefahren. Und das sind so Kleinigkeiten, die man dann erst in der Praxis erkennt. Wir haben Zuschauer, die unter anderem uns bei YouTube verfolgen. Und da schreibt Angela Scholz, digitaler Frachtbrief, okay, aber wir haben noch so viele Funklöcher, müssen trotz digitaler Frachtbrief dann nicht noch immer als zusätzliche Absicherung Papiere mitgeführt werden? Nee, also das ist natürlich heutzutage gegeben, wie auch bei den Telematiklösungen. Also es ist überhaupt nicht erforderlich, dass wir also ständig eine Internetverbindung haben, sondern die Daten werden natürlich so vorgehalten, dass man eben mit dem Datensatz arbeiten kann. Und sobald man wieder Netz hat, werden eben die Änderungen oder so, die werden dann eben übertragen. Es ist bei Mail oder so, ist es ja nicht anders. Nur weil ich jetzt kein Internet habe, habe ich meine Mails ja trotzdem schon alle heruntergeladen, kann sie anschauen. Also das ist eher, denke ich, ja. Das heißt, bei Funkverbindung wird alles wieder aktualisiert. So sieht's aus, ja. Jetzt frage ich mich natürlich auch, gut, solch ein System, digitaler Frachtbrief, da könnte ich mir dann auch vorstellen, Mensch, das Bundesamt für Güterverkehr sagt, das ist aber eine tolle Sache, das hilft uns natürlich auch ungemein bei den Kontrollen. Das heißt also, da sind die Behörden dabei, da sind die Unternehmen dabei. Wer soll denn dann letztendlich für das komplette System den Hut aufhaben? Ich denke, das kann nur eine europäische Behörde leisten. Wenn wir erstmal in Deutschland beginnen, dann haben wir das BAG. Das BAG hält die Daten, die Unternehmerdaten sowieso vor. Die Sozialversicherungsdaten des Personals werden auch vorgehalten. Da braucht man eigentlich nur die Verknüpfung, das ist meine Vision auch davon. Die Fahrzeugdaten, die werden bei KBA vorgehalten. Das bedeutet, ich habe alle Optionen des Fahrpersonals, des Versenders, also des Industriebetriebes, des Transporteurs oder der Transporteure, die sind ja alle bereits registriert und mit irgendeiner Datenbank hinterlegt. Das heißt, ich brauche diese Datenbanken in meiner Vorstellung nur zu verknüpfen, nur in Anführungsstrichen gesetzt. Und dann habe ich den gesamten Transport relativ transparent. Die Kontrollbehörde kann letztendlich nur das, was wir heute im deutschen Gesetz haben. Alle vier Kontrollbehörden müssen da irgendwie eine Einheit versuchen zu bilden, sodass nicht das BAG nach wie vor nur das Fahrpersonalgesetz überwacht, stellt fest, aber das Fahrzeug hat gar keinen TÜV und keine Handlungsmöglichkeit. Das bedeutet, da müssten eigentlich ein paar Kompetenzen verschoben werden. Die Unternehmer weiß ich nicht, wie die das sehen, weil da wird natürlich Transparenz hergestellt, die eventuell nicht gewünscht ist. Wobei wir im Moment ja ohnehin schon viele Daten preisgeben. Also wer ein krummes Ding dreht, fällt immer irgendwann auf. Mit dem neuen digitalen Taro haben wir schon eine relativ hohe Transparenz. Wo ist das Fahrzeug gefahren? Also ich glaube, das ist nicht so das Problem. Wir müssen nur aufpassen, wenn wir wieder eine Europalösung anbieten wollen, wird sie nicht so schnell kommen. Es wird eine deutsche Lösung momentan sein. Wir müssen sie aufmachen, dass die Mitgliedstaaten ebenfalls die Möglichkeit haben, sich anzubinden, zu sagen, okay, das ist eine gute Lösung, ich muss das Rad nicht neu erfinden. Ich pflanze jetzt in Frankreich, in England mein System auf. Und dann gibt es eine Europalösung. Aber unsere Lösung muss erstmal für Deutschland stehen und die muss offen sein. Ja, das denke ich auch. Also auf eine staatliche, behördliche Lösung zu warten, also so viel Zeit hat, glaube ich, keiner bei uns in der Branche. Und das würde eigentlich fast
bedeuten, dass wir im Prinzip den Staat beauftragen, eine Telematik-Software für uns zu programmieren. Das wird wahrscheinlich schwieriger. Also ich sehe das eher bei unseren jetzigen Softwareanbietern, die natürlich alle schon für uns arbeiten, uns hier Lösungen zu schaffen. Vielleicht auch nicht nur ein Produkt, sondern besser ist immer, es gibt mehrere Produkte auf dem Markt, weil es gibt natürlich Branchenspezialitäten und ein Wettbewerb ist auch immer ganz gut für die Produktqualität. Von daher, der staatliche Auftrag ist eigentlich viel mehr, vielleicht, so wie im Abfallbereich, die Schnittstellen zu definieren oder viel einfacher, wie es eigentlich im Handelsgesetzbuch ist, in § 408, einfach nur den Inhalt eines digitalen Frachtbriefes zu definieren, der dort übrigens schon sehr lange im nationalen Recht definiert ist. Das heißt, worauf warten wir eigentlich? Wir könnten schon lange starten, zumindest auf nationaler Ebene. Herr Kuscheini, welche Vision hat denn der BGL? Ja, Visionen haben wir viele. Diesbezüglich ist die Idee nach Durchführung des Projektes Eolix Living Lab 12, die Erfahrung, die wir gemacht haben, die Integration eines solchen Systems in eine Speditionssoftware, dabei auch gewährleisten, dass der Datenschutz, der Kundenschutz, der Unternehmen respektiert wird. Ich denke mal, das ist die Möglichkeit, die wir relativ kurzfristig darstellen können. Und in einem zweiten Schritt sind wir am Arbeiten bereits mit einigen großen Unternehmen an einer Plattform, die die Schnittstellen zu anderen Verkehrsträgern, saubere definierte Schnittstellen gewährleistet. Aber eins möchte ich auch sagen, der Empfänger ist kein Bestandteil dieses Vertragsverfahrens. Das haben wir jetzt auch wieder gesehen. Das ist der Verlader, das ist der Transporteur. Die Empfänger müssen wir erst noch motivieren, dass die sich an diesem System beteiligen. Da haben wir uns auch schon Gedanken gemacht, wie das so aussehen könnte. Es gibt da schon auch einige Ideen. Aber ich denke, wenn der Verlader sagt, liebe Frachtführer, ab in 2 Jahren fahrt ihr noch digital, weil wir unser System komplett dann umstellen, bleibt den Frachtführern nicht viel Ermessensspielraum zu sagen, wir möchten trotzdem in Wir müssen mit umstellen, wir müssen uns damit dran anschließen, richtig, weil sonst genau. Werden wir abgehängt. Quasi. Genau, insofern bleibt uns, wie du gesagt hast, nicht mehr allzu viel Zeit, dass wir uns entspannt zurücklehnen können. Ja, also ich denke auch, es sind weniger die Frachtführer und Fahrer, die es zu überzeugen gibt, auch wir als Unternehmer sind da sofort im Boot. Das Problem sind unsere Auftraggeber und Absender und Empfänger. Ja. Für die ist es oft ein Randthema, weil in der Automobillogistik jetzt zum Glück nicht. Da ist also der Frachtbrief das Hauptbegleitdokument, das eben das wichtigste Dokument ist auch. Aber ich sehe es in vielen anderen Branchen, sei es Baustofflogistik oder auch andere Branchen, wo der Frachtbrief des Spediteurs gar nicht diesen Stellenwert hat. Sprich, er ist eigentlich gar nicht das führende Dokument, sondern die ganzen Verlader möchten im Prinzip ihre Lieferscheine beim Empfänger gezeichnet bekommen und die dann zurückbekommen mit der Frachtrechnung. Ja. Und das ist natürlich die Einstiegshürde, erstmal den Frachtbrief im Prinzip so hoch bei den Absendern und Empfängern aufzuhängen, sozusagen als Transportmedium, als Koffer für die ganzen Dinge, die wir dazu brauchen, sprich vom Kunden der Lieferschein, das Zollpapier, gefahrgutrechtliche Dinge. So, das ist im Prinzip der Koffer und den müssen wir ihm, also sagen, das trojanische Pferd, würde ich fast sagen, den müssen wir ihm jetzt irgendwie mal unterjubeln und ihm schmackhaft machen, weil das ist eigentlich der Kickoff, ja. Für mich jetzt, ich sage jetzt mal mehr oder weniger als Außenstehender, macht es da ja eigentlich Sinn, sich mit den Telematikfirmen in Verbindung zu setzen, dass die im Prinzip den ersten Schritt machen, den ersten Schritt für den digitalen Frachtbrief und dass sich dann eben halt entsprechend langsam aber sicher dieses System aufbaut. Ich hatte dieses Jahr ein neues Fahrzeug bekommen und in diesem neuen Fahrzeug einen Testtelematik verbaut. Diese Testtelematik, die hat es bereits ermöglicht. Ich konnte also dieses Tablet dann, das war die Navigation, das war aber auch mein elektronisches Büro. Und dort konnte ich bereits den Frachtbrief, genau wie der Postbote, eben an der Haustür vorlegen, die Unterschrift einsammeln. Und bei uns in der Spedition ist dann automatisch die Quittung aufgeploppt, dass das
dass der Transportvorgang abgeschlossen ist. Das war also so eine kleine Testphase. Die habe ich nur ein halbes Jahr gehabt. Die war äußerst angenehm. Da habe ich auch bereits dieses Dokumentieren von Beschädigungen mit vorgenommen. Das heißt, das Tablet war mein Fotoapparat, mein Dokumentenkoffer, wie Sie es gerade gesagt haben, Koffer. Und ich möchte diese gerade jetzt Gelegenheit dazu nutzen, mal zu sagen, was ich mir wünsche, was noch alles damit hineinkommt. Weil mein Arbeitsplatz, der ist seit knapp 40 Jahren in Deutschland und der soll auch da bleiben. Ich habe seit einigen Jahren halt, wir merken diesen Konkurrenzdruck, den merke ich ja als Fahrer genauso auch, dass man Kabotage zum Beispiel mit diesem Dokument, illegale Kabotage mit dem Dokument verhindern könnte, eben durch diese Transportregistrierung, die Personalregistrierung, die Fahrzeugregistrierung, dass das alles in diesem Dokument später mit diesem gefüllten Koffer hinterlegt wird, dass eben bei einer Kontrolle automatisch festgestellt wird, das Auto hat TÜV, der Fahrer ist kein Schwarzarbeiter, sondern hat eine Sozialversicherungsnummer, wo Lohnnebenkosten abgeführt werden, sodass mein Arbeitsplatz nicht weiter, noch weiter unter Druck gerät, dass nicht nur mein Chef überleben kann, sondern dass der auch meinen Arbeitsplatz am Markt behalten kann. Da würde ich gerne wissen, ist das in den Gedankenspielen schon vorhanden oder ist bis jetzt nur der Papierersatz? Nur eins zur Klarstellung, wir werden die illegale Kabotage nicht verhindern können, aber wir werden in der Lage sein, zu kontrollieren, was bis jetzt noch nicht der Fall ist. Ja. Und zumal das ist natürlich ein Thema vom Tachografen eindeutig, ne? Da wird auch viel kommen und das ist, denke ich, auch der richtige Ansatz. Ne? Das alles in den Frachtbrief zu packen, ist vielleicht, weiß nicht, ob das der beste Weg ist, weil hier geht es eigentlich eher, die Zusammenarbeit zwischen allen Partnern zu koordinieren und nicht die behördlichen Aufgaben zu erfüllen. Ja, also da gibt es sicher bessere Lösungen, wie jetzt den Smart-Tachografen. Klar, solche Dinge jetzt wie zum Beispiel, was man heutzutage überall braucht, Entsendebescheinigungen, Mindestlohnnachweise, ja. Das habe ich jetzt auch schon auf der Telematik, sprich jeder Fahrer hat so einen kleinen Dokumentenkorb mit dabei, wo eben diese ganzen Dinge, Unterlagen vorgehalten werden. Also das wird ja auch jetzt schon digital gemacht, von daher, ja. Man merkt ja in dem Gespräch, es ist ja wirklich schon wahnsinnig umfangreich. Man kann ja im Prinzip alles da irgendwo reinpacken. Nur Rom ist natürlich auch nicht in einem Tag erbaut worden und das wird Jahre dauern. Und dann werden wieder neue Aspekte hinzukommen, die dann wieder eingepflegt werden müssen. Und das wissen wir alle, wer also zu Hause einen Computer stehen hat und will den nur für sich selber konfigurieren, der ist bis zum Lebensende des Computers am Konfigurieren und immer wieder am Verbessern. Das heißt, das wird beim digitalen Frachtbrief nicht anders sein. Ja, und ich sehe es halt auch als zukünftige Marktchance einfach, weil momentan transportieren für unsere ganzen Kunden, sagen wir nur die Waren. Und wir könnten jetzt, wenn wir es richtig machen, richtig anstellen, eben diesen Koffer um für den Transport der Daten, die dazugehören, den könnten wir zur Verfügung stellen. Also sprich, die wichtigste Technologie könnte zukünftig vielleicht auch vom Spediteur geliefert werden über die ganze Transportkette hinweg. Und das wäre natürlich eine Chance, hier auf dem Markt einfach auch vielleicht in der Kette ein Stück nach oben zu rutschen, weil der Spediteur und Frachtführer momentan einfach eher da hinten ansteht. Und das ist also eigentlich eine Motivation, um hier innovativ zu werden. Wir müssen aber aufpassen, was vorhin schon angesprochen wird, wir müssen die Kunden mit ins Boot kriegen. Und im Moment sprechen wir alles nur Vorteile für den Spediteur, Vorteile für das Transportunternehmen. Der Kunde findet sich bei uns in dem System nicht. Und warum soll er es machen? Er ist doch froh, wenn die Rechnung später kommt. Den ein oder anderen Kunden interessiert es doch gar nicht, wer die Fracht dann wirklich transportiert, ob es dann der Kabotageverstoß ist oder nicht. Selbst im Ladungssicherungsbereich hat er einen Buhmann, wo er für den Kopf hinhalten muss. Deswegen müssen wir aufpassen, dass wir nicht den Kunden hier vergessen und auch den Empfänger vergessen, mit ins Boot zu nehmen und denen die Vorteile versuchen, schmackhaft zu machen. Eben halt, dass die Ware nicht nur zu 99% sicher ankommt, sondern zu 100% als Beispiel, ja, dass eben halt dadurch möglicherweise die Frachtkosten geringer gehalten werden können. Das muss man dann dem Kunden im Prinzip irgendwie schmackhaft machen. Gut, was vielleicht ein Ansatzpunkt ist hier, in vielen Branchen gibt es heutzutage noch keine Echtzeit-Sendungsverfolgung, ja, weil es einfach technisch nicht machbar ist, ja.
oder auch bisher gar nicht gewünscht wurde, ja. Aber das wäre zum Beispiel ein Einschießargument, wo wir sagen können, ja, ab sofort könnte auch zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es bei Fertighäusern ist, aber kann man das halt auch verfolgen, ja. Oder auch im Fahrzeugtransport ist es noch nicht so weit fortgeschritten, ja. Das ist halt, der Kunde ruft halt an und fragt, wo ist seine Ware, ne? Und das ist zum Beispiel eine Einstiegsmöglichkeit, um den Kunden eben das schmackhaft zu machen. Ihr könnt jetzt die Transporte verfolgen, ne? Natürlich muss man auch vielleicht auf monetärer Ebene nochmal einen Ansatz bringen, zu sagen, lieber Kunde, wie sieht's aus? Wir möchten ins digitale Zeitalter starten, möchten eben umstellen auf digitalen Frachtbrief. Wir würden das mal ein halbes Jahr implementieren, würden euch kostenlos aufschalten. Ihr könnt es kostenlos nutzen und nach diesem Testzeitraum könnt ihr euch entscheiden, macht ihr hier weiter mit, dann müsst ihr die Portalkosten natürlich immer nehmen oder man findet eine andere Preisvereinbarung, um das in die Fracht einzukalieren oder halt eben nicht, ja. Dann habe ich natürlich als Spediteur und Frachtführer auch wieder die Möglichkeit zu sagen, möchte ich denn mit einem Kunden zusammenarbeiten, der jetzt so eine wichtige Strategieentscheidung immer dann wieder hin durch zum Papier entscheidet, weil der Transportmarkt ist natürlich auch mittlerweile so, dass man auch als Spediteur nicht mehr, Stichwort Fahrermangel, für jeden Auftraggeber fahren muss, der eben die Fahrer vielleicht nicht entsprechend behandelt oder auch die Unternehmer eben ausspielt gegeneinander. Von daher, man muss einfach schauen, wo man Ansätze findet, um das in den Markt zu bringen. Ja. Da gibt es auf jeden Fall noch viel zu tun. Gibt es hier im Publikum noch die ein oder andere Frage dazu? Ja, dann gehen wir mal eben mal schnell hin. So, einmal die Frage. Ja, mich interessiert das jetzt alles, was in einem digitalen Fragbrief enthalten sein könnte. Nun hat die Bundesregierung ja bis Ende des Jahres eine Nachunternehmerhaftung als Gesetzentwurf vorgesehen. Die Nachunternehmerhaftung ist vom Mindestlohngesetz über Lenk- und Ruhezeit, über Sozialversicherung, über alles, was man sich vorstellen kann. Wie soll denn ein Unternehmer in der Nachunternehmerhaftung als Versender mit dem Transportunternehmen, dass der Absender haftet für das, was das Transportunternehmen dann unterwegs alles für Möglichkeiten, ja oder nein, gut oder schlecht macht, soll der es gar nicht weiß, ob der sozialversichert ist, ob der seine Überstunden bezahlt bekommt, ob der wie viele Stunden macht und so weiter. Also quasi ein Personalausweis des Transporteurs, des Fahrers. Ja, dazu einfach eine kurze Hintergrundinfo. Bei uns im Güterkraftverkehr, wir haben die Nachunternehmerhaftung schon seit 3 Jahren, glaube ich, ist es jetzt mittlerweile. Nämlich mit der Einführung des Mindestlohngesetzes wurde das schon eingeführt. Das heißt, wir haben das schon lange. Was jetzt im Moment besprochen wird, ist das, was sehr sinnvoll ist, auch auf die Paketbranche auszuweiten. Ja, und das passiert momentan eben jetzt wahrscheinlich zum nächsten Jahreswechsel, dass eben diese Nachunternehmerhaftung auch in der Paketbranche angesiedelt wird. Ja. Ich bin ein bisschen später dazugekommen. Vielleicht wurde die Frage auch schon beantwortet. Der digitale Frachtbrief ist schön und gut, aber man muss den analogen Frachtbrief noch 20 Jahre im Keller aufbehalten, um zu beweisen, dass man eine Fracht gemacht hat. Gibt's eigentlich nicht. Also ich bin jetzt ganz genau, weiß ich die Jahreszahl nicht, aber es gab in Deutschland mal eine Transportrechtsreform und da kam im Paragraph 408 ist es im Handelsgesetzbuch, da ist genau definiert, was muss auf einem Frachtbrief draufstehen. Und da kam ein Zusatzartikel mal irgendwann dazu in den letzten Jahren. Ich glaube, es sind schon 10 Jahre. Der Papierfrachtbrief darf durch ein elektronisches Dokument ersetzt werden, wenn es inhaltsgleich ist wie mit dem Papierfrachtbrief. Das heißt, die Gesetzesgrundlage haben wir hier schon viele Jahre, natürlich nur auf nationaler Ebene. Es gibt einen zweiten Aspekt, ist das CMR-Recht zum Beispiel für die internationalen Transporte. Da ist es wirklich so, steht definitiv drin im CMR, dass der Papierfrachtbrief noch obligatorisch ist. Und da gibt es ein Zusatzprotokoll, auch so, ich glaube, auch schon 3-4 Jahre, das weiß ich nicht genau. Das auch definiert hier, man könnte ein digitales Frachtdokument einsetzen, wenn es inhaltsgleich ist mit dem Papierdokument. Und hier läuft einfach die Ratifizierung von den vielen Staaten, die da am CMR beteiligt sind. Das sind ja, was weiß ich, 50 Staaten weltweit oder sowas. Und in Europa ist da noch so ein bisschen ein Flickenteppich. Frankreich und Spanien, auch die Skandinavier sind da relativ weit fortgeschritten. Das heißt, die haben dieses Protokoll schon ratifiziert.
von Deutschland, Guido, haben wir, glaube ich, mal gehört, es soll in dieser Legislaturperiode noch kommen, dass dieses Protokoll ratifiziert ist, dass man dann eben auch im internationalen Bereich hier den digitalen Frachtbrief einsetzen könnte. Zum Stichwort Aufbewahrungsfrist, da sind wir natürlich eigentlich eher wieder im HGB-Recht unterwegs und von daher denke ich, wäre das unkritisch, hier jetzt schon zu starten und die Daten einfach eben elektronisch nur noch vorzuhalten, weil gerade das Finanzbehörde und so weiter, in der Buchhaltung gibt es das auch schon viele Jahre. Also da denke ich, das ist jetzt nicht das, worauf wir warten müssen, auf diese Ratifizierung sozusagen, sondern wir müssen eben die Energie stecken in unsere Zusammenarbeit zwischen den Partnern. Da möchte ich hinzufügen, die Papiervorhaltung ist ja bei der Archivierung der digitalen Daten aus dem Tacho auch gar nicht vorgesehen. Und das HGB sagt eben tatsächlich, es muss nur das äquivalente Dokument sein in digitaler Form. Und nebenbei möchte ich noch einwerfen, das ganze Papier, was nicht mehr im Keller liegt, ja, reicht dann zum Beispiel für einen Ruheraum für die Fahrer auszubauen, wenn das Archiv aus dem Keller verschwunden ist. Und ich möchte gerne mal den CO2-Einsparung des ganzen Papieres mit ins Rennen werfen. Eben, das ist natürlich ein Aspekt, den wir noch gar nicht angesprochen haben. Gerade heute in der Öko-Diskussion, die wir momentan haben. Beispiel jetzt für mein Unternehmen. Wir haben im Jahr so ca. 5000 Frachtbriefe. Die wir natürlich in Papierform, die haben drei Durchschläge, nur einer bleibt bei mir. Das ist eine ganze Menge Papier, die man natürlich einsparen könnte. Ne? Und ja, das könnte man eigentlich sofort abschaffen, wenn man so weit wäre. Flapsig gesagt, dann ist also das CO2, was für das Papier eingespart wird, dann auch wieder ja, für den Strom der Server wieder. Nein. Nicht. Nein, nein, okay. Sag ja, flapsig. Die Server laufen eh schon. Flapsig gesagt. Die laufen digitaler eh Frachtbrief, was die Zukunft bringen wird. Wir dürfen gespannt sein. Auf jeden Fall ist da noch ordentlich Arbeit vor uns. Dankeschön an Guido Kuschani vom Bundesverband Güterkraftverkehr, Logistik und Entsorgung. Dann Christian Adam, Geschäftsführer der Adam Transporte, Roland Motschiedler, Geschäftsführer von der Motschiedler GmbH und Udo Skopek, Berufskraftfahrer und Vorsitzender der Allianz im deutschen Transportwesen. Vielen, vielen Dank, dass Sie hier gewesen sind und wir dürfen gespannt sein und werden das sicherlich beobachten, wie es da weitergeht zum digitalen Frachtbrief.